Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper, der kleine Gaming-Wolf. Heute haben wir uns ja schon mal gesehen mit dem Klassiker von Final Fantasy VII. Und wie jetzt Standard, kommen wir jetzt zum Remake. Beim letzten Mal sind wir ja in den ersten Auftrag rein, die Bombe anbringen gegangen und dann kam dieser Skorpion-Roboter. Dem müssen wir uns jetzt mit Barrett stellen. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ich auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr nichts dagegen habt, könnt ihr dem Video schon mal eine positive Bewertung hier lassen, wenn euch solche Videos gefallen. Wenn ihr Final Fantasy Fans seid. Außerdem könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier kommen jeden Tag Gaming-Videos. Außerdem noch Rätsel-Videos. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert natürlich auch die Glocke. Guckt auch gerne nochmal in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Community-Server, Discord-Server, Mikkelchen, darauf wie End Friends verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen und wir fangen jetzt am besten gleich mal an. Kämpft aller besten gegen Gesundheit. Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmann. Ja, genau. Bei dem sagt Cloud schon ganz gut und klar, wir brauchen natürlich Blitzzauber. Den Blitzzauber hat Barrett drin, weswegen ich jetzt einmal schnell rüberwechsel. Barrett, feuer mal ein bisschen drauf los. Haben wir die Leiste voll? Ja, wir können Blitz einsetzen und dann verpassen wir auch gleich einen. Dann kann Cloud nämlich dicht ran und ordentlich draufhauen. Barrett kann natürlich von der Entfernung unterstützen. Wir laden einmal schön durch. Zack, und nochmal drauf. Und ja, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich nochmal einen Blitz reinhauen. Das mag der nämlich gar nicht, seht ihr? Da haut er nämlich schon wieder ab. Und versucht sich erstmal irgendwo in die Entfernung in Sicherheit zu bringen. Und jetzt versucht er uns natürlich wieder die Hölle heiß zu machen. So. Okay, Barrett, dann lass es mal richtig krachen. Zieh dich diesmal auf den Barrierekern. Aua! Der hat mich mit Raketen beworfen. Okay, ich muss ausweichen. Okay, der Schuss auf den Au. Kern hat jetzt nicht so viel gebracht. Wo ist er denn jetzt? Ach, da oben ist er. Komm. Ja, bei dem Gegner bin ich besser beraten, wenn ich mit Barrett kämpfe. Weil häufig kann ich nicht gerade... Barrett, wo schießt du hin? Da ist er doch gar nicht. Hallo, ich muss hier mal weg. Was mache ich da? Oh, oh. Er hat mich anvisiert. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich mach Rolle, Rolle, Rolle. Uiuiuiui. So, ey, 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 ey. So, ich gehe erstmal in sichere Entfernung irgendwo hinter. Zack. So, jetzt wieder neu orientieren. Und drauf feuern. So, nochmal Blitz einsetzen. Zack. Ja, das frage ich mich auch gerade. Die Barriere müssen wir irgendwie wegkriegen. Cloud, bitte mach was. Soll ich vielleicht mal rüber zu Cloud wechseln? Ich setze jetzt einfach Blitz nochmal auf den Wachposten. Genau, die Barriere ist weg. Irgendwie hat das aber doch nicht so viel gebracht. Jetzt bleib doch mal irgendwie stehen, Mann. Okay, ich kann keinen Blitz mehr einsetzen, verdammt. Ich habe nicht mehr genug Mana. Da müssen wir jetzt eben aus der Entfernung drauf feuern. Zack. So. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limitbalken auf. Oh, von irgendwem ist der Limitbalken aufgeladen. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einen Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATB-Einheiten. Das ist doch gut, aber wer hat denn jetzt eigentlich sein Limit voll? Ist das gerade Barrett oder muss ich auf Cloud wechseln? Ah, Limit ist bei Barrett voll, also. So. Jetzt haut das Vieh schon wieder ab. Oh oh. Hilfe. Alter, wieso jagt der hier alles in die Luft? Will der mich veräppeln? Der will uns echt um jeden Preis aufhalten, ne? Wenn der Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der nicht geblockt werden kann, erscheint neben dem Namen
der Fähigkeit das Symbol. Okay? Versuche, solche Angriffe auszuweichen oder dich aus ihrer Reichweite zu begeben. Gut, das ist etwas, was... Ja, irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dass ich da nicht stehen bleiben darf. Okay, na komm. Ich dachte... Ah, verdammt. Ich war zu langsam. Ich wollte eigentlich gerade wegspringen. Alter, ich habe dem erst die Hälfte runtergeballert. Was soll der Schmu? Erstmal heilen. So. Und dann sollte ich jetzt aber auch endlich mal Limit einsetzen. Und bäm. Ja, der hat auch gut Schaden gemacht. Oh oh, der will schon wieder lasern. Verdammt. Ich kann gerade nicht... Ich kann gerade nicht zaubern, verdammt. Kann ich jetzt wieder Magie einsetzen? Ja, aber nur wieder, verdammt. Autsch. Ja, da gebe ich dir recht, Barrett. Da habe ich eben gerade gepennt. So, er ist geschockt. Den sollte ich jetzt vielleicht einmal zu Claude rüber wechseln und im Nahkampf ordentlich draufballen. Zack, 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 zack. Und wo will der denn jetzt schon wieder hin? Hallo? Also ich glaube, der hat uns gar nicht mehr lieb. Der will uns jetzt hier unbedingt besiegen. Aua. Jetzt hat der mich geschockt. So hatte ich mir das eigentlich nicht gedacht. Okay. Wir gehen jetzt einmal auf Fähigkeiten. Impulshieb oder Mutanangriff? Ne, ich nehme Impulshieb und gehe direkt auf seine Mitte. Zack. Jetzt ist er wieder unten. Er ist geschockt. Jetzt kann ich ordentlich Schaden machen und drauf da. Ja. Und damit ist er klein. Oh, oh, gleich macht er, glaube ich, Bumm. Jungs, zieht euch mal ein Stück zurück. Der nimmt hier wirklich alles auseinander. Ich komme nicht dran. Detonation in 30 Minuten. Oh oh. Bombe ist aktiviert. Barrett, ich glaube, wir müssen hier verschwinden. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Ja, aber jetzt Beine in die Hand. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Ja, ja, ich komme ja schon. Der Dicke so schnell laufen kann, ey. Also irgendwie, okay, jetzt schnupper ich mit meiner Nase schon direkt an Barretts Hintern. Wenn wir es nicht so eilig hätten, wäre mir das echt unangenehm. Ich hoffe, der hat in dem Moment nicht gerade rumgepupst. Auch das noch. Ja, Leute, ich habe gerade keine Lust, mit euch zu kämpfen. Ich gehe einfach weiter, ne? Ich hoffe, es stört euch nicht. Barrett, jetzt seh zu, dass du da hochkommst. Ich habe nicht Lust, dir schon wieder im Hintern zu schnüffeln. Ich, oh, toll. Ich muss die Viecher auch noch klein machen, weil ich sonst das Schwert nicht wegstecke und nicht die Leiter hochkomme. Verdammt. Das hätte ich mal früher wissen sollen. Ich dachte, ich kann einfach an dem vorbeilaufen. Aber nö. Ah, jetzt kommt die gute Aktion, wo wir Jesse retten. Kann ich mich jetzt auch irgendwie hangeln und bewegen? Ah, jetzt. Bewege ich mich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Bist du ja okay? Von was liegt's denn auf? Mein Bein steckt fest. Na komm, ich rette dich. Kannst du noch laufen? Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Ja, ja, wird gemacht. Okay, sie kann laufen. Hier entlang. Ja, ich komme ja. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Na, das hoffen wir doch mal, ne? Ich komme mal ganz schnell. Hier geht's zum Ausgang.
würde ich sagen, hier, zack, 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 zack. Und hopp. Los, Jesse, beweg dich. Ich bin immer hinter dir, keine Sorge. Woran wartest du denn? Ja, ich bin doch direkt hinter dir. Ich habe freies Blickfeld. Ja, geh schon mal hoch. Ich komm hinterher. Konzentrier dich aufs Klettern. Okay, Claude. Ja, aber wenn ich nicht also, rede, werd ich so nervös. Mach doch, was du willst. Okay, wir kommen jetzt dahin, wo Barrett hingeht. So. Können wir hier jetzt raus? Ach nee, schon wieder Gegner. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Ja, wir kümmern uns da drum. So, darf ich mich vorstellen? Ich bin Cloud, Ex-Soldat, und mach euch Pappnasen hier jetzt einmal kurz platt. Reden bringt hier nichts. Zack, siehst du, so schnell geht das, Barrett? Da haben wir auch keine größeren Probleme. So, was muss ich jetzt machen? Ist hier noch eine? Hey, der fliegt noch so ein komisches Auge rum. Hätte mir das nicht jemand sagen können? Ja, ja, ich weiß. Aber wir haben noch genug Zeit. Ich habe ja genug Zeit eingestellt. Ich war ja ein kleiner Schisser. So, denn... Och, nö. Nicht noch so eine. Ach, noch gar keine Magiefähigkeiten vorhanden. Zack. So, Barrett, hau mal Feuer drauf. Und jetzt Blitz wieder. Zack. Der hat gut gesessen in auf Cloud, weil der gerade ihn geschockt hat. Dann machen wir noch jetzt... was machen wir denn jetzt? Fähigkeiten? Mutanangriff, Impulshieb. Ach, ich mach diesmal Mutanangriff. Zack. Und tschüss mit dem. Das war schön mit dir. Aber wir haben keine Zeit mehr zum Spielen. Wir müssen weiter. Oh, da war noch eine Kiste. Ja, ich weiß. Wir haben ein Zeitlimit. Aber ganz ehrlich, Leute. Eine hübsche Kiste darf man nicht verwehren. Die muss man einfach nochmal mit einsammeln. Das geht nicht anders. So, und wo ist... Jesse, wo bist du eigentlich? Hallo? Oh, schon wieder diese blöden Augen, ey. Zack. So, einmal schnell ausgeknipst. Und wo geht's jetzt lang? Ich glaube, wir müssen hier die Treppe hoch. Jesse, bist du hier irgendwo? Oh, Kisten. So, dann auch nochmal gut was mitgenommen. Oh, da sind auch noch ein paar. Aber okay, die nehmen wir diesmal nicht mit. Wir müssen weiter. Jesse, weiter. Auf und... Sag mal... Was ist das denn für ein Hüpfi? Zack. So, jetzt habe ich dich aber volle Kanne erwischt. Das war's. Bye, bye. War das alles? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Können wir hier durch? Nee. Wo sind wir hier eigentlich? Da geht's lang. Genau, zur Treppe. Und wieder hoch. Und wieder kämpfen. Och, da sind ja noch so welche. So, wir hauen einmal ordentlich... Aua. Wir hauen einmal ordentlich... Aua, ja. Nee, das Aua wollte ich nicht hauen. Ich wollte eigentlich diese Pappnasen hauen. So, der eine kriegt jetzt Feuer ab. Zack. Der andere kriegt mein Schwert ab. Und dann sollten wir hier, glaube ich, auch schon Ruhe haben. Nee, doch noch nicht. Ist da noch eine? Wo ist da noch eine? Ach, Barrett ballert gerade hier die ganzen Kanonen runter. Zack, ich wechsle mal zu Barrett, weil der ist nämlich zu langsam ohne meine Hilfe. Genau. Schluss mit lustig und weiter geht's. So. Knopf drücken. Und ab in den Fahrstuhl. Barrett, weißt du, wo wir hin müssen? Gut. Ich glaube, ich hatte aber eigentlich noch mehr Zeit, oder? Hm? Okay. Jetzt jagen die erst recht alles in die Luft und machen es kaputt, um uns das in die Schuhe zu schieben, die kleinen Drecksäcke. Das war von Anfang an ein abgekatertes Spiel.
Mach schon! Wahrscheinlich hätten die vorgehabt, uns gleich mit auszulöschen. Hey, Barrett, immer entspannt bleiben. Kann eigentlich jeder so cool sein wie ich? Ah, Jesse, da bist du ja wieder. Können wir jetzt endlich hier raus? Gut. Los, Leute. Hier macht's aber auch überall bum bum. Och, Jesse, nicht schon wieder. Komm hoch. Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Ja, ich pass auf dich auf. Das fass ich mal als Ja auf. So, komm mit, Mädel. Bevor hier gleich alles bumm macht. Ja, was ist? Ich bin doch schon da. Wow, das war cool. Los, ja, das war ein Heidenspektakel. Und da geht's auch schon weiter. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich hab die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Ja, und wir sollten langsam zusehen, hier rauszukommen. Und was meint ihr? Was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Ja, aber hier mit dem Zerlegen des Reaktors und das Entkommen aus dem Reaktor werde ich auch erstmal für heute Schluss machen. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder zurückkehren nach Sektor 7. Und ja, den sollten wir, glaube ich, auch langsam auf Tiefer treffen. Aber was uns da noch so alles erwartet, das seht ihr dann halt beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Hier kommen jeden Tag Gaming-Videos, außerdem zwischendurch auch immer schöne Rätsel-Videos. Wenn ihr Spaß daran habt, seid doch immer mit dabei. Aktiviert am besten auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Und guckt nochmal in die Videobeschreibung, da ist nämlich der Discord-Community-Server Mikkelchen, darauf wieder ein Friends verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da sind ein paar Zockerkollegen von mir, ein paar Twitch-Streamer und meine Wenigkeit unterwegs. Wir haben unsere Communities da so ein bisschen zusammengeschlossen, um immer jemanden zum Zocken, zum Quatschen oder Sonstiges zu haben. Guckt auf jeden Fall mal rein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, euer Cooper der Wolf. Au! Bye, bye.